Ja, und auf welcher Seite steht nunmehr die Regierungspartei FPÖ? Deren Generalsekretär Harald Wilimski begrüße ich jetzt live im Studio. Danke fürs Kommen. Schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Herr Wilimski, vor eineinhalb Jahren haben Sie waren mit in Moskau, diesen Vertrag unterzeichnet, einen Freundschaftsvertrag mit Putins Partei Einiges Russland. Was hat dieser Vertrag Ihnen seitdem gebracht? Also erstens einmal, um die Frage zu beantworten, auf welcher Seite steht die FPÖ, die ist klar zu beantworten, auf der österreichischen Seite. Und wenn wir herumreisen in der Welt, wie es in Moskau der Fall war, aber auch in anderen Ländern der Fall ist, ich war vor zwei, drei Wochen in den USA, war im State Department, war im Weißen Haus, habe da Gespräche führen können. Ich war vor wenigen Monaten in Peking, habe dort Gespräche führen dürfen. Ja, und auch in Moskau haben wir einen Gesprächskontakt und haben dort ein Memorandum of Understanding, wird das genannt, eine Art Vertrag. Eine Bekundung, zusammenzuarbeiten zum wechselseitigen wirtschaftlichen Vorteil, ja, um auch Positionen auszutauschen. In letzter Konsequenz dient es dazu, auch österreichischen Unternehmen zu helfen und ein bisschen einen Beitrag zu leisten, wenn es darum geht, eine Entspannung in einer geopolitisch angespannten Situation zu erreichen. Gut, dieser Vertrag, der da vorliegt, also weil Sie haben den ja eben mit einer russischen Partei nicht, wie erwähnt, mit einer amerikanischen oder einer chinesischen. Wenn Sie beteuern, es fließt da kein Geld, also es gibt keine finanzielle Unterstützung, welchen Vorteil hat das für die FPÖ, sich so eng an Russland zu binden? Wir binden uns überhaupt nicht eng an Russland und wir binden uns auch nicht an die USA, wenn ich in die USA fahre. Ja, ein Memorandum of Understanding, das stimmt. Und Sie müssen das jetzt vielleicht betrachten aus der geschichtlichen Situation heraus, wo wir damals Oppositionspartei waren. Und das einzige Vehikel war, quasi zu institutionalisieren, dass wir eine Kontaktschiene haben. Und in der heutigen Phase, ja, heute war einen Satz nur vielleicht. International mitreden zu dürfen. Ja, selbstverständlich, weil die FPÖ, ja, sehr daran interessiert ist, in einer internationalen Art und Weise auch Gutes nach Hause zu bringen. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was sich heute auch bezahlt gemacht hat. Heute sind eine Vielzahl von Memoranden und Abkommen und Ähnliches unterschrieben worden. Vielleicht hat sowas vielleicht sogar Pionierfunktion gehabt. Ja? Vielleicht war das ein Teil dessen, dass man Österreich besonders auch wertschätzt. Ja? Dass ein Teil der Regierung damals bereit war, auch mit dieser Partei Gesprächskontakte zu haben. Also den heutigen Besuch bilanzieren Sie unter Ihrem Erfolg als Nein, Vorleistung? Nein, überhaupt nicht. Aber ich sage jetzt ein Mosaikstein vielleicht. Pionierarbeit, haben Sie gesagt, Herr Wilimski. Aber derzeit hat ja tatsächlich der russische Präsident was davon. Denn er hat einen lauten Fürsprecher in einer Regierung eines EU-Mitgliedslandes, Vizekanzler Strache, fordert ein Ende der Sanktionen. Die Frage ist, sind Sie da nicht dann mehr Mittel zum Zweck, um eben russische Interessen vielleicht in der EU schneller durchzusetzen? Ja, ganz und gar nicht. Das ist auch der Bundeskanzler Kurz, der eine Lockerung der Sanktionen fordert. Der Ruf kommt auch aus Ungarn, ja, die Sanktionen in der Form zu beenden. Und das ist ein Streitthema in der Europäischen Union. Und ja, wir meinen, diese Sanktionen, die Österreich tausende Jobs gekostet haben, die in Summe einen Schaden von 1 Milliarde angerichtet haben, der falsche Weg sind und die Menschen an den Verhandlungstisch gehören. Das ist unser Zugang, Dinge zu lösen, Leute zusammenzubringen. Und das, was heute gelungen ist mit Putin in Österreich, ist vielleicht in einem Jahr, in zwei Jahren der Fall, dass der US-Präsident und der russische Präsident einander auf Wiener Boden treffen, ja, wie es Anfang der 60er Jahre war und Kennedy und Khrushchev einander in Wien getroffen haben. Ja, Gesprächskultur auszuüben. Aber schlussendlich beugt sich auch die FPÖ nicht nur dem, Regierungsprogramm, denn auch die Außenministerin sagt, sie werden kein Veto einlegen bei der Verlängerung der Sanktionen. Das heißt, die werden auch die 6 nächsten Monate aufrecht bleiben. Also der inhaltliche Kern dessen, was Sie sagen, stimmt. Ja, die Formulierung, wir beugen uns, ist eine völlig falsche. Wir haben ein Koalitionsabkommen getroffen, wo wir uns in sehr vielen Bereichen sehr stark durchgesetzt haben. Und wir haben aber auch vereinbart, und die FPÖ ist handschlagstreu, wir haben vereinbart, im Konsens zu agieren. Und es ist erklärtes Ziel, diese Sanktionen zu lockern. Wir werden international nach Partnern suchen, diese Lockerung voranzutreiben, ja, und hoffen, auch bald Erfolge hervorzeigen zu können. Einen solchen Partner haben Sie, nämlich einen Parteifreund, der Lega Nord-Chef Salvini, sitzt jetzt in der Regierung in Italien. Mhm. Diese Partei hat auch einen Vertrag mit Putin. Jetzt ist die Frage, wenn Sie so ein Eisbrecher sein wollen, wie wollen Sie denn das durchsetzen? Denn gestern im großen ORF-Interview mit Armin Wolf hat der Präsident ganz klar gemacht, die Sanktionen, von denen hält er nichts und auch nichts vom Minsker Friedensabkommen. Das heißt, Russland wird auf diese Forderungen nicht eingehen. Naja, wie
heißt es so schön, jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Und wenn Putin heute in Wien war und eine Charmoffensive gemacht hat und gesagt hat, er möchte sich auf die Europäische Union zubewegen, weil ich glaube auch er erkennt, ja, dass diese Sanktionen zum wechselseitigen Schaden sind für die Europäer, aber auch für die Russen. Und wenn es da gelingt, einen Weg zu finden, aus diesem Dilemma zu entkommen, bitte sollten doch alle froh sein darüber. Aber wie könnte der aus Sicht der FPÖ aussehen? Muss Russland natürlich auch diese Forderungen, die sind ja nicht grundlos, ja, des Minsker Friedensabkommens, Truppenabzug, Waffenstillstand umsetzen? Ja, selbstverständlich werden sich die Russen bewegen müssen. Und auch die USA ist wahrscheinlich aufgerufen dazu, ja, sich etwas zu eröffnen. Und die Gespräche, die ich im State Department führen konnte mit dem Direktor für Russlandpolitik der USA, ja, signalisieren schon, dass hier auch Wille da ist, diese Situation zu bereinigen. Und gerade Österreich und Wien, ja, als geschichtsträchtiger Boden einer Vermittlerrolle, kann da Großes erreichen. Gut. Sie sagen, Moskau wird sich bewegen müssen. Jetzt ist es sehr auffällig, gerade in Ihrer Fraktion im EU-Parlament, alle rechtspopulistischen Parteien, die weniger EU wollen, also Italien haben wir schon angesprochen, die Lega Nord, haben entweder einen Vertrag mit Putin, sind Putin-Versteher. Da stellt sich so die grundsätzliche Frage, Herr Wilinski, Sie lachen. Ist Wladimir Putin ein Vorbild für Sie, wie man ein Land regiert? Also ich kann als österreichischer Politiker mir nicht ein russisches Vorbild projizieren. Ja. Faktum ist, ich war, glaube ich, dreimal so viel in den USA wie in Moskau. Ja. Ja, aber und niemand käme lernen? Auf die Idee, mir irgendwie vorzuwerfen, ich wäre ein USA-Versteher. Ich akzeptiere diese Großmächte exakt so, wie sie sind. Ja. Und ich erkenne beide eine eminente Bedeutung für den Frieden, ja, und auch für den Wohlstand in Österreich. Und das Wichtige ist, ja, andere so zu akzeptieren, wie sie sind, nicht allen den eigenen Wertekatalog aufdrücken zu wollen, ja, und sie in eigene Denkmuster zwingen zu wollen, ja, sondern einfach das, was wir sind als kleiner Staat, geschichtsträchtig, ja, als Vermittler, einen Beitrag zu leisten, dass man vielleicht aufeinander zugeht. Mehr kann ja Österreich gar nicht erreichen. Gut. Derzeit sind Sie ja mit Ihren Kollegen im Parlament eher ein Fürsprecher. Und jetzt Fürsprecher sagt wofür? Ein Fürsprecher eben, um die Sanktionen abzuschaffen. Ja. So, jetzt sagt der russische Präsident auch gestern im Interview, er will keinen Spalt, was ihm vorgeworfen wird, mit Unterstützung dieser Parteien, ihrer Partei in die EU treiben. Ja. Muss man aber festhalten, der Spalt ist schon da. Denn alle Parteien, auch mit denen Sie zusammenarbeiten, die wollen ja weniger EU. Die wollen, dass weniger Integration stattfindet. Und Sie haben selbst im Jänner in einem Standard-Interview gesagt, Ihr Ziel ist, Sie wollen eine Großfraktion von EU-Skeptikern, auch mit einem eigenen Spitzenkandidaten bei der nächsten Wahl. Jein, da werden ein paar Dinge unpräzise dargelegt. Also erstens einmal, die Bundesregierung hat sich verständigt auf dieses Modell 4, ja, der Kommission aus dem Weißbuch. Das heißt, weniger an Kooperation, dafür da, wo kooperiert wird, das besser und intensiver. Und ich habe damals in dem Standard-Interview gesagt, ich hätte gerne eine breite Allianz positiver Reformer. Ja. Leute, die Kritik an den jetzigen Entwicklungen üben, ja, aber nicht den europäischen Einigungsprozess in Frage stellen. Aber Herr Wilimski, was heißt positive Reformer? Ein Kollege ist, wir sehen ihn jetzt hinter Ihnen, Herr Salvini, der ist der neue Innenminister, Lega Nord-Chef in Italien. Im März waren Sie bei einer Pressekonferenz mit ihm. Er stellt den Euro in Frage. Ist das ein positiver Kritiker? Naja, da müssen Sie Italien verstehen und die ganzen Südländer verstehen, die natürlich unter der jetzigen Konzeption leiden. Ja. Und da sind also alle Partner jetzt aufgerufen, sich zusammenzusetzen und danach zu trachten, Südeuropa wieder flott zu bekommen, währungstechnisch, da wieder der Wirtschaft Luft zum Atmen zu geben. Und messen Sie Salvini an seinen Taten. Ja. Man kann nicht sagen, dass wenn jemand vor ein paar Monaten etwas in einem bestimmten Kontext gesagt hat und eine Regierungsverantwortung übernimmt, dass das... Gut, dann machen wir es, Herr Wilimski. Nämlich Schuldenabbau, Defizitabbau. Der Bundeskanzler Kurz sagt, das ist wichtig. Italien wird sich daran halten müssen. Wenn das nicht passiert, soll die EU alles sagen, Italien wäre eine zu große Volkswirtschaft, um zu helfen, hier einspringen? Haben Sie diese Skepsis auch oder wie sehen Sie das? Dasselbe passiert mit Frankreich, ja, die auch extrem überschuldet sind. Ja. Italien, die ganzen südeuropäischen Länder sind in der Schuldenfalle. Ja. Schauen Sie, das Problem hat eine Komplexität erreicht, das ich Ihnen da in 20 Sekunden nicht am Reißbrett klären kann. Ja. Faktum ist, dass wir in der Währungsfrage die besten Köpfe des Kontinents brauchen, um Modelle zu entwickeln, Südeuropa wieder Luft zum wirtschaftlichen Überleben zu geben. Und aber diese gemeinsame Währungszone, ja selbstverständlich, aber diese gemeinsame Währungszone nicht in Gefahr zu bringen.
bringen. Gut, dann lassen Sie mich abschließen. Auch da hat aber die FPÖ einen Entwicklungsprozess hinter sich. Im Wahlkampf war es noch der Nordeuro, der Südeuro. Jetzt sagen Sie auch mit Italien, ein gemeinsamer Euroraum. Ja, ich will es nicht Unsicherheit in die Debatte bringen, aber natürlich ist eine Währung etwas, das man völlig leidenschaftslos sehen muss. Währung muss funktionieren und Währung muss Kaufkraft erhalten. So, wenn das gelingt, ist das alles kein Thema mehr. Dass wir aber über andere Varianten nachdenken müssen, wenn der Euro nicht mehr funktionieren sollte, ist auch offensichtlich und zählt zum Verantwortungsbogen eines jeden Politikers eigentlich dazu. Gut, das sind jetzt neue Töne, dann sage ich danke fürs Kommen, Herr Wilimski. Danke für die Einladung.